Auf diesen Moment hat Kunsthistoriker Urs-Beat Frey lange gewartet. Schätze, die jahrzehntelang unbeachtet verstaubten, erscheinen wieder im alten Glanz. Der Stiftrat St. Leodegar gehört mit zu den bedeutendsten Kirchenschätzen der Schweiz. Objekte vom 12. Jahrhundert bis vor allem auch ins 18. Jahrhundert. Und die Objekte sind tatsächlich von unschätzbarem Wert. Sie sind verbunden zum Teil wirklich mit der Geschichte der Schweiz. Eine Geschichte hat jeder der gut 200 ausgestellten Gegenstände. Die historisch wertvollsten unter ihnen sind hier versammelt. Das wirklich älteste Stück ist diese Kopfbedeckung, diese Mütze, von der man sagt, eben sie hätte dem heiligen Leodegar gehört. Also wir sind im 7. Jahrhundert. Dann haben wir ein Vortragekreuz und ein Plenar, ein Messbucheinband aus dem 12. Jahrhundert. Und dann diesen Kelch, den die Eidgenossen dem Karl den Kühnen abgenommen haben bei einer dieser berühmten drei Schlachten, nämlich bei jener von Murten. Auf solch martialische Weise gelangten nur die wenigsten Gegenstände nach Luzern. Die meisten bekam die Kirche von reichen Familien aus der Oberschicht geschenkt. Ja, der Grund ist natürlich, man unterstreicht die eigene Bedeutung und viele Leute sagen, man erkauft sich so den Himmel. Das ist etwas einfach gesagt, aber irgendwo will man etwas Gutes tun.